Willkommen zurück zur Demo von Stargate. Was ist denn hier eigentlich abgestürzt, sag mal? Sieht aber schon ziemlich groß aus. Hier müssen wir uns mit Sicherheit irgendwie vorbeischleichen. Ich weiß bloß nicht, wie wir das tatsächlich aktiv hier hinkriegen sollen. Besonders weil hier auch noch ein Kultkrieger ist, der reagiert doch nicht irgendwie, denke ich. Ah, wir können hier hoch dann später. Ach ne, wir können hier lang, zack. Okay. Gut, erstmal egal. Also Betäubungsschuss. Oder Blendschuss. Oh, ist aber ganz schön laut. Mal gucken, was passiert. Er ist verwirrt. Wir hocken ja zum Glück. Sieht er ihn? Er sieht ihn und interessiert ihn nicht? Na, wenn das so ist, dann können wir ihn ja platt machen, wenn er wiederkommt. Dann dürfte die andere Patrouille ja auch nicht weiter stören. Oh, so weit kann er ballern. Nice. So, sobald du stehst, mein Freund. Oh, das ist auch so ein Kultkrieger. Scheißen. Dreck. Oh, da sind ja auch welche unterwegs. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich will jetzt bloß mal testen. Wir können das schnell speichern. Was passiert, wenn wir den jetzt abknallen und die sind da direkt daneben? Juckt die gar nicht, alles klar. Let's go. What is this tech they're looking for anyway? It's some kind of weapon left by the ancients. The kind that decides who wins the war. But didn't you listen to the briefing? Yeah, of course. Well, you know, I got the key points. You really haven't changed at all. Right on it. Ich frage mich gerade, ob wir sie erwischen. Affirmative. Warum ist der andere nicht mit dir gestorben? Er hätte doch eigentlich mit erwischt werden müssen. Gut. Haben wir beide ausgeschalten. Sehr schön. Oscar Mike. Go ahead. Roger. Looten kann man die aber irgendwie nicht, ne? We'll go. Let's go. Vielleicht sollten wir tauschen. Nein, dann nicht so rum. Let's move. Nein. Affirmative. So, sobald der Jaffar da oben sich wieder wegdreht,
werde ich die Patronenhülse werfen, damit unser Freund hier vorne sich woanders hin dreht. Oder den Rücken zu uns hat. Dann können wir ihn auslocken. Hat sehr gut funktioniert. Damit können wir irgendwas machen, okay. Aber damit werden wir doch die beiden alarmieren, oder nicht? Right on it. Got it. Let's move. Dann bringen wir ihn mal weg. We'll go. Roger. Kullkrieger. Die Kullkrieger sind genetisch manipulierte Supersoldaten, die eine, ach ja, da steht der einer, die eine Resistenz gegen gewöhnliche Waffen und Angriffe aufweisen. Kullkrieger sind außerdem gegen Fertigkeiten der Kategorie Ablenken und Locken resistent. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das Ding sowieso benutzen, weil er hier rumsteht. Ach, Munition wieder auffüllen? Wo sehe ich denn, wie viel Munition wir haben? Sag mal. Ah ne, wir spielen ja auf leicht. Da haben wir ja unendlich. Stimmt. Alles gut. Die Frage ist ja... No problem. Ne, ist zu niedrig. Scheiße. Affirmative. Ne. We'll go. Wir haben ja gespeichert. Günstige Gelegenheiten. Halte Ausschau nach günstigen Gelegenheiten, hervorgehobene Elemente in der Spielwelt, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst. Meistens kannst du mit gedrückter Umschalttaste den Mauszeiger über eine solche günstige Gelegenheit bewegen und siehst dann, was passieren würde, wenn du mit diesem Element interagierst. Halte Umschalt gedrückt und drücke dann die linke Maustaste, um die Interaktion auszuführen. Gut, die Frage ist jetzt bloß. Sieht der uns jetzt hin? Würde ich den nämlich auch noch ausnocken wollen? Jupp, okay. Ich überlege gerade, wie wir den am besten wegkicken. Er guckt da hin. Er dreht sich dann um. Wahrscheinlich wäre das die beste Gelegenheit. Right on it. Ach so. Ah.
Now you're talking. Mal gucken, was passiert. Let's move. Sure thing. Got it. Here we go. Okay, zum Glück sind diese Tooltips da. Roger. Now you're talking. Okay. Speichern. Er sieht uns nur, wenn wir stehen an der Ecke. Hier unten könnten wir uns also auch vorbeischleichen. Ah, nur bedingt. Die Frage ist ja, wenn ich ihn jetzt nehme. No problem. Wobei, wahrscheinlich brauchen wir das gar nicht, weil die gucken uns nicht an. Der wird ein Problem. Aber da kommt ja wieder ein Fragezeichen, ein Tooltip. Mal gucken, was der uns verrät. What is it? Affirmative. Eva und Max verfügen über eine Spezialwaffe, den Kull-Disruptor. Ach, auf immer können wir den noch nehmen, cool. Mit dieser Waffe können sie Kull-Krieger betäuben oder töten. Drücke 4 und anschließend die linke Maustaste, um einen Kull-Krieger für kurze Zeit außer Gewicht zu setzen. Er schläft dann auch, um einen Kull-Krieger zu töten und somit dauerhaft außer Gewicht zu setzen. Wechsle in den Taktrhythmus und nimm das Ziel mit 2 Kull-Disruptoren gleichzeitig unter Beschuss. Und das kriegen wir auch hin, oder? Okay. Let's hear it. You gotta know when you're a coal switch, right? Very clever. Dann hätten wir wahrscheinlich den hier hinten eigentlich auch ausschalten können, ne? Okay, ich hoffe, wir speichern, dass wir jetzt unbemerkt hier vorbeikommen. Let's move. Obwohl wir im Prinzip 2 Meter neben den gehen. Here we go. Sehen Sie uns nicht, alles klar. We'll go. Pfeifen und Tarnung. Max kann Gegner mit einer Pfeife zu seiner Position locken. Drücke 5 und dann linke Maustaste. Max begibt sich daraufhin zum ausgewählten Zielpunkt und pfeift, wodurch er alle Gegner in Hörweite zu sich lockt. Ich glaube, den hätte ich sogar eher selber mit einem Knockout betäubt. Wenn Max seine Fertigkeit Tarnung einsetzt, können ihn Gegner nicht sehen, solange er an einer Position untätig ausharrt. Drücke 6 und dann die linke Maustaste. Max begibt sich daraufhin zum ausgewählten Zielpunkt und aktiviert seine Tarnung. Mhm. So, wupp. Und wupp. Und hey, wupp. No problem. Und wupp. Du Pfeife, dann pfeif mal. Try again. Hey. Let's go. What do you need? Yep. Right on it. Scheiße. Okay.
Wir können gleich laden hier wieder. Sure thing. We'll go. Laufen ist also nicht so angesagt. Oscar Mike. Here we go. Hey Max. That might work, but we should vary our tactics. Let's move. Wie kriegen wir den jetzt am schlauesten? Okay, Umschalttaste ist besser hier. We can't do that. Na, dann lege ich ihn da ab. Excuse me? Ich könnte mir vorstellen, wir speichern erstmal, dass wir eventuell jetzt Pfeifen und Tarnen brauchen. No problem. Oder bringt das was? Roger. Got it. Kacke. What is it? Right on it. Ich probiere es jetzt einfach mal. Let's go. False alarm. What is it? Das hat ja nicht so gut funktioniert, Scheiße. Got an idea? Here we go. Now you're talking. Your thing. No problem. Hey, halt! Nope, no chance. Ich habe noch keine Ahnung. Na gut, machen wir erstmal wieder ein Päuschen Spitze. Bedanke mich. Bis denn.